Halt! Wartet bitte! Wir brauchen diesen Generator. Wenn er ihn zerstört, werden wir alle sterben. Euer Leben kümmert mich nicht. Bitte. Ich verlange nicht viel. Mein Name ist Min. Mein Dorf wurde im Krieg zerstört. Die wenigen von uns, die überlebt haben, fanden hier eine Zuflucht. Bitte, wir gehören nicht zum Widerstand. Wir haben niemandem etwas getan. Wir haben nur eine Unterkunft gebraucht, da wir sonst nirgends hingehen können. Der Generator muss zerstört werden, unabhängig von eurer Situation. Ich flehe euch an. Ohne Energie können wir nicht überleben und wir können nirgendwo sonst hin. Könnt ihr den Generator nicht intakt lassen? Es schadet wohl niemandem, wenn ich euch den Generator lasse. Danke. Habt vielen Dank. Es wäre nicht gut, wenn ich meine Meinung ändern müsste. Das wird nicht passieren, ich schwöre es. Nochmals danke. Willkommen an der Front. Euer Ruf eilt euch voraus. Ich bin Tüftler 66. Ich gehöre zur Einsatzabteilung des Imperialen Geheimdienstes. Und falls ihr einen Moment Zeit habt, möchte ich euch gern was zeigen. Wie ich sehe, überwacht ihr die Kommunikation. Was muss ich noch wissen? Links ist eine gewöhnliche republikanische Com-Einheit, wie sie Widerstandskämpfer erhalten. Bestimmt habt ihr schon hunderte davon gesehen. Die andere ist eine republikanische Com-Einheit, an der jemand herumgebastelt hat. Bitte nur anschauen, nicht berühren. Die zweite enthält ein halbes Kilo Sprengstoff, der in die Luft geht, sobald jemand den Knopf zum Sprechen drückt. Jetzt bin ich neugierig. Unser Plan besteht darin, einige dieser sabotierten Com-Einheiten hinter die Linien des Widerstands zu bringen und ihren Gefallenen unterzuschieben. Dann sollte der Widerstand bald kommen, die Einheiten einsammeln und ins Hauptquartier bringen. Die Explosionen werden sie zerreißen und Panik auslösen. Wir möchten, dass jemand wie ihr sich darum kümmert. Jemand, der nichts ausplaudert, falls er gefasst wird und allein operieren kann. Könnt ihr das tun? Das klingt nach einem Plan. Geht rüber zu unserem Techniker, einem Balmoraner, den wir angeworben haben. Die Leute hier nennen ihn Wunderkiste. Er gibt euch die Sprengsätze und zeigt euch, wie man sie sicher transportiert. Versucht weiter, sie zu finden. Vielleicht weiß ich eine andere Möglichkeit. Mein Sith Lord, ich bin Major Tyros, Kommandant des 2. Bataillons. Wir haben eine Notsituation. Ich brauche eure Hilfe und eure Diskretion. Es geht um einen Rettungseinsatz, der sofort gestartet werden muss. Geht es um jemand Wichtiges? Es ist nicht nur eine Person. Wir haben den Kontakt zum gesamten ersten Zug der Besh-Kompanie verloren. Wir haben sie in die Okara-Droidenfabrik geschickt, um dort eine geheime elektronische Operation auszuführen. Vor 8 Stunden ist der Kontakt zu ihnen vollständig abgebrochen. Die Droiden haben sie wohl angegriffen. Das gefällt mir nicht. Ich werde ehrlich sein. Abgesehen von Gras sind die Soldaten die einzigen Lebewesen in einem Kilometer Umkreis von der Fabrik. So lautet das Protokoll der Droiden. Nichts darf überleben. Wenn ich also sage, dass ich euch brauche, um den ersten Zug zu finden, dann meine ich das auch so. Ich wäre stolz, helfen zu dürfen. Ihr befehlshabender Offizier ist Lieutenant Routon. Wenn die Droiden ihn erwischt haben, übernehmt ihr das Kommando und führt die Einheit zurück. Tüftler 66 hat mir die Details durchgegeben. Eure Com-Einheiten sind bereit. Oh, ich bin Wunderkiste. Zumindest nennt man mich so. Früher habe ich... Ach, ist ja auch egal. Ist ein ganz schöner Plan, den der Tüftler da hat. Was meint ihr? Das ist eher Terrorismus als Kriegsführung. Ja, wenn ihr mich fragt, hat Tüftler 66 ein bisschen zu sehr über die Ergebnisse der Mission fantasiert. Er nimmt an, dass nur Soldaten die Leichen des Widerstands einsammeln. Aber Zivilisten sammeln ständig Leichen ein. Flüchtlinge, Sympathisanten. Manchmal sieht man sogar Kinder dabei. Es ist bedauerlich. Leider baut niemand eine Bombe mit Kindersicherung. Nein, aber es ist praktischer, Soldaten zu töten statt Zivilisten, richtig? Wir wollen Ziele von hohem Wert. Während ich die Bomben gebaut habe, habe ich mich daran erinnert, dass ich noch leere Granatenhülsen habe. Eine Com-Einheit aktiviert jeder. Aber wenn wir eine Granate so präparieren, dass sie explodiert, wenn sie scharf gemacht wird, würde es nur die Soldaten erwischen. Was haltet ihr davon? Gebt mir die Granaten. Ich werde sie einsetzen. Hier, sie sind alle vom gleichen Typ. Ihr werdet sie also nicht mit anderen verwechseln, die ihr vielleicht mit euch führt. Legt sie einfach zu den Leichen des Widerstands. Der Tüftler wird das Ergebnis lieben, das garantiere ich. Runter! Die Druidenpatrouillen werden euch entdecken! Verzeiht das Gebrüll, aber wenn sie einen von uns finden, finden sie uns alle! Ich bin Lieutenant Rutau, 5. Infanterie, 2. Bataillon Besh-Kompanie. Ehemals auch 1. Zug, aber es gibt keinen mehr.
Major Tyrus hat mich geschickt, um euren Zug zu finden. Was ist passiert? Ein Blutbad. Wir waren auf dem Weg, um Viren in das Netzwerk der Okara-Droidenfabrik einzuspeisen. Ein Suchdroide hat uns entdeckt und kurz danach waren wir von Kampfdroiden umzingelt. Droiden sind nicht wie Leute. Sie ziehen sich nicht zurück. Sie akzeptieren keine Kapitulation. Sie töten einfach weiter. Jetzt hängt es also von mir ab. Wie könnt ihr Erfolg haben, wo ein ganzer Zug gescheitert ist? Das ist ein annehmbares Risiko. Ich bin nicht mehr wert als die anderen, die hier gestorben sind. Ich hab nur mehr Glück. Wenn ich genügend Patrouillen von Kampfdroiden in einen Hinterhalt locken kann, kann ich meine Pakete hochladen und verschwinden, bevor die Schmerzmittel nachlassen. Was kann ich sonst tun? Ich würde euch nicht bitten, dahin zu gehen, wo ich nicht hingehe. Eure Tapferkeit ist bewundernswert, aber unnötig. Gebt mir die Viren. Ihr habt den Vorteil der Beweglichkeit. Wenn ihr es unbedingt tun wollt, ist es wohl das Beste. Hier sind die Pakete mit den Viren. Eure Ziele sind die von Kampfdroiden eskortierten Suchdroiden. Zerstört die Kampfdroiden und benutzt dann diesen Sicherheitsstift, um die Suchdroiden zu hacken. Sie laden die Viren dann direkt ins Netzwerk. Ich werde eure Fortschritte verfolgen, mein Sith Lord. Wenn der Sprengsatz scharf ist, lasse ich ihn detonieren. Natürlich erst, sobald ihr in sicherer Entfernung seid. Aber zunächst habe ich noch Darth Barras für euch auf dem Holo. Ich ziehe mich derweil zurück und überlasse euch die Leitung. Schüler, wir müssen noch ein potenzielles Problem aus der Welt schaffen, bevor du meinem Spion Commander Rylan gegenübertreten kannst. Wir müssen in eine Festung der Republik eindringen, um einen niederen Fähnrich namens Dermat zu finden. Er ist Rylons Sohn und der Commander hat ihm seine wahre Identität anvertraut. Fähnrich Dermat muss endgültig zum Schweigen gebracht werden. Vielleicht ist der Sohn ja vertrauenswürdig. Ich gehe keine Risiken ein. Und allem Anschein nach ist Rylons Sohn ein großes Risiko. Ich weise Quinn an, dir die Details mitzuteilen. Mach schnell. Mein Sith Lord, Dermat wartet in der Zelle des republikanischen Krater-Außenpostens auf seine Befragung durch die mysteriöse Agentin, der ich auf Barras Geheiß nachspüren soll. Ich werde euch Bescheid geben, wenn es so aussieht, als würde die Agentin sich dorthin aufmachen. Ich nehme doch an, dass ihr Dermat erreichen möchtet, bevor sie es tut. Da geht ihr recht in der Annahme, Lieutenant. Dann will ich euch nicht länger aufhalten. Viel Glück bei eurer Aufgabe, mein Sith Lord. Falls ihr noch etwas braucht, wisst ihr, wo ihr mich findet. Ihr lebt! Und nicht nur das! Mein Comlink nimmt wieder Signale wahr. Ist alles hochgeladen? Das Netzwerk sollte an bösartigen Programmen ersticken. Jetzt bin ich dran. Ich werde unsere Scanner auf die Okara-Droidenfabrik ausrichten, um den Schaden zu messen, den die Viren anrichten. Wenn der Computerkern die Suchdroiden deaktiviert, kann ich messen, wie viel Zeit uns das für zukünftige Angriffe verschaffen würde. Das überlasse ich euch. Ich kann nicht sagen, wie viel euer Erfolg bedeutet. Nicht für mich, ich bin unwichtig. Aber für die Familien der Männer, die auf dieser Mission starben. Diese Soldaten haben ihr Imperium nicht im Stich gelassen. So wie das Imperium auch für sie da war. Ich habe auf den Frequenzen des Widerstands Gespräche abgehört, während ihr weg wart, um die Sprengsätze zu platzieren. Die Granaten des Widerstands funktionieren nicht mehr richtig. Wisst ihr etwas darüber? Diese Strategie sollte sicherstellen, dass nur militärische Ziele getroffen werden. Ich übernehme die Verantwortung, im Guten wie im Schlechten. Zivile Opfer haben wir einkalkuliert. Zivilisten und Widerstand müssen die Bomben gleichermaßen fürchten. So untergraben wir ihre Moral. Davon einmal abgesehen, wenn ihr meinen Befehlen zuwiderhandelt, müssen die imperialen Truppen über jede Änderung informiert werden. Wir müssen jetzt sämtliche Granaten wegschmeißen, die wir bergen konnten, weil wir nicht wissen, welche explodieren werden. Es ist alles erledigt, oder? Seid froh, dass ihr ein Sith seid. Wunderkiste wird für seinen Anteil an der Sache eingesperrt und ausgepeitscht. Euch kann ich nicht bestrafen, aber ich gebe euch einen guten Rat. Auf diesem Planeten gibt es Leute, die alltägliche Gegenstände mit Sprengstoff präparieren. Ihr solltet sie nicht zu sehr provozieren. Lieutenant Ruthau hat sich gemeldet. Er sagt, dass ihr die Aufgaben des Zugs im Alleingang erledigt habt. Ruthau ist zu bescheiden. Er hat großen Einsatz gezeigt, damit die Mission weitergeht. Wir werden ihn so bald wie möglich retten. Jetzt verlangt ein neues Ereignis nach unserer Aufmerksamkeit. Unser Bataillon konnte dem Zug bei Okara vielleicht nicht helfen, aber ich kann euch versichern, dass auch wir unseren Teil getan haben.
Die Kompanien Aldrich und Crash und der Rest der Besch-Kompanie haben parallele Rebellenstützpunkte im gebrochenen Tal angegriffen. Sie haben etwas gefunden. Ich bin froh, dass jemand in dieser Uniform mal beim ersten Versuch erfolgreich ist. Ja, wir sind ziemlich gut darin geworden, das Chaos zu entziffern, das der imperiale Geheimdienst uns schickt. Unsere Droiden haben die Datenbanken der Rebellen durchsucht und Nachrichten gefunden, laut denen sie ein Tunnelnetzwerk besetzen, das wir Höhle 52 nennen. Die Rebellen sind im gebrochenen Tal und sie bringen Fracht rein. Allen Anzeichen nach handelt es sich dabei um eine besondere Lieferung. Bomben wirken Wunder bei Höhlen. Habt ihr die Luftwaffe kontaktiert? Nein, der Inhalt der Höhlen darf nicht beschädigt werden. Die Rebellen haben Eliteeinheiten hergebracht. Da ist irgendetwas, das wir nicht bekommen sollen. Wenn unser ganzes Bataillon anrückt, evakuieren sie sofort. Wir brauchen einen präzisen, schnellen Angriff, um in Höhle 52 zu gelangen. Die Guerillakämpfer kennen sich in den Tunnels gut aus. Ich vermute, dass sie Hinterhalte gelegt haben. Mir ist egal, wo sie sich verstecken. Ihr Schicksal ist schon besiegelt. Gut, die Nachricht über die eingenommenen Posten wird sich schnell verbreiten. Ich würde also sofort zum gebrochenen Tal aufbrechen. Wir lassen einen Überwachungsoffizier den größten Eingang zu Höhle 52 beobachten. Sein Name ist Trekt. Wenn ihr die Fracht gesehen habt, meldet euch bei ihm und er wird mich auf einer sicheren Frequenz kontaktieren. Geht hin und seid stark. Seid still, Dermatt. Da draußen geht etwas vor sich. Ich versuche zuzuhören. Kommt schon, Six. Verratet mir wenigstens etwas. Was ist das für ein Agent, der mich verhören soll? Sagt mir wenigstens das, ja? Gut. Dann schweigt halt weiter. Ist mir egal, wer es ist. Ich werde nicht reden. Aus mir holt niemand was raus. Nichts. In Ordnung. Ich bin nicht stolz, ich gebe auf. Mein Vater ist ein imperialer Agent. Was sagt ihr da? Euer Vater ist was? Alles, was ich gehört habe, war, ich bin bereit zu sterben. Oh nein. Das hier ist Sperrgebiet. Was sucht ihr hier? Wer seid ihr? Nicht wer, sondern was? Sith. Stimmt, ich bin ein Sith. Hey, als ob ich nicht direkt erkannt hätte, dass ihr nichts als Ärger bedeutet. Seht nach hinten, Sith. So sehen zwei Trupps der Besten der Republik aus. Befehlt ihnen, sich zu ergeben, oder ihr seid alle tot. Aufgeben? Ihr seid umzingelt. Kommt schon, Männer. Hier ist ein Sith, der in einem Leichensack nach Hause möchte. Six? Sprecht mit mir, Six. Steht schon auf, Mann. Ihr seid ein erbärmlicher Klumpen Menschenfleisch. Ihr habt recht. Ich bin wertlos. Bitte, ich weiß, warum ihr hier seid. Die Republik ermittelt gegen meinen Vater und dann kommt ein Agent, um mich auszuquetschen. Aber ich werde nicht brechen. Ich verspreche es. Lasst mich leben. Das Geheimnis meines Vaters ist bei mir sicher. Ich bin wie ein Fels. Ihr müsst glauben, ich bin schwachsinnig. Gut. Ihr seid schwachsinnig. Wenn mich das rettet, werde ich alles glauben, was ihr mir sagt. Mein Vater hat so viel für das Imperium getan. Vielleicht ist der Apfel etwas weit vom Stamm gefallen, aber er ist immer noch... Der Apfel ist noch immer... Ich habe den Faden verloren. Bitte tötet mich nicht. Ich bin gewillt, Alternativen in Betracht zu ziehen. Gibt es eine andere Lösung? Moment. Und ob? Mir ist da gerade ein Gedanke gekommen. Schnell, bevor er wieder weg ist. Ich war dem medizinischen Labor hier zugeteilt, um Vorräte zu verwalten und Lieferungen zu machen. Die Ärzte da haben an etwas wirklich Coolem gearbeitet. Es war eine Droge, die kurzzeitige Amnesie hervorrufen sollte, das Hirn aber völlig leergefegt hat. Die Testobjekte wussten nicht mal mehr ihren eigenen Namen. Ich soll also euren Geist lehren. Wow. Ihr Machtanwender könnt wirklich Gedanken lesen. Ja, ihr,
Ihr könntet in das Labor eindringen und die Droge holen. Ich gebe mir eine Überdosis und werde rein gar nichts mehr wissen. So ist die Identität meines Vaters sicher. Moment, ich werde von vorne anfangen müssen, alles neu lernen. Oh Mann. Ihr würdet eine zweite Chance im Leben erhalten. Ich hatte noch niemals eine zweite Chance. Das Labor ist im hinteren Teil des Gebäudes. Der Chefarzt hat einen kleinen Vorrat in seiner Truhe behalten. Ich werde genau hier warten. Als ob ich eine Wahl hätte. Mal sehen. Und dann war da noch der Tag, an dem ich mir selbst in den Fuß geschossen habe. Das war knapp. Was sonst noch? Oh, ihr seid zurück. Ich habe gerade über mein Leben nachgedacht. Mich an die Höhepunkte erinnert, wo ich doch jetzt meine Erinnerungen verlieren werde. Ich glaube, ich bin fertig. Hat nicht lange gedauert. Also, habt ihr die Droge gefunden? Ich freue mich schon darauf, neu anzufangen. Versucht, euer neues Leben nicht zu verhunzen. Und wenn doch, dann hoffentlich wenigstens auf neue und aufregende Weise. Auf das nicht. Wer seid ihr? Spielt hier nicht den Dummen. Was ist das für ein Spiel? Könnt ihr mir beibringen, wie man es spielt? Meine Arbeit hier ist erledigt. Lebt wohl. Oh, ihr arbeitet hier. Okay, ich sehe euch dann morgen. Tschüss. Wow, zu schade, dass nichts mehr von der Droge übrig ist. Ich habe da ein paar Erinnerungen, auf die ich verzichten könnte. Sollte ich das persönlich nehmen, Vett? Natürlich nicht. Euch könnte ich niemals vergessen. Sollen wir weiter? Der Schüler von Darth Baras, nicht wahr? Der balmoranische Gouverneur schickt mich, um euch zu finden. Er erwartet eure Anwesenheit bei seiner Kriegskonferenz. Priorität Alpha. Wenn der Gouverneur mich will, muss er meinem Meister die Füße küssen. Ich habe andere Sorgen. Es handelt sich um Angelegenheiten der Sith. Versprochen. Der Rat der Sith hat einen Gesandten geschickt. Einen bedeutenden Sith-Lord, um sich persönlich über den Fortschritt der balmoranischen Besatzung zu informieren. Diese Konferenz bestimmt die nächsten Schritte der Bodenkampagne. Der Krieg wird sich hier entscheiden und der Gouverneur möchte eure fachmännische Einschätzung hören. Ich werde eurem Kriegsrat beiwohnen. Sorgt dafür, dass ich gebührend empfangen werde. Freigabestufe Schwarz erteilt. Niemand wird euch Schwierigkeiten bereiten. Aber beeilt euch. Die Konferenz beginnt jeden Moment. Wisst ihr, was das Schlimmste ist, Gouverneur? Ich habe... Genau. Ihr habt euch nicht einmal eure eigenen Fehler eingestanden. Deswegen hat mir der Rat der Sith diesen Planeten übergeben. Lasst den Mann herunter. Sofort. Dieses Selbstvertrauen. Diese herrische Stimme. Ich danke euch, mein Sith Lord. Ich glaube, das gefällt mir. Ich bin Darth Lakris und ich wurde damit beauftragt, Balmora zu säubern. Ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Mehr Sith bringen sicher auch mehr Ansehen, an dem es noch mangelt. Ihr seid attraktiv, tödlich und habt ein Auge für Talent. Wir sollten reden. Das sollten wir. Habt ihr... Aber zuerst zum Geschäft. Ihr alle seid hier, weil ich den Gouverneur gebeten habe, sein bestes Eingreifkommando herzubestellen. Balmora hat ein Problem. Meine Freunde im Widerstand, ich werde euch nicht lange aufhalten. Das Imperium behauptet, ihm gehöre Balmora. Die Republik sagt, nur zu, wir sind schon weg. Aber wir wissen, dass Balmora mit Schweiß und Tränen erobert wurde. Und meine Leute werden euch zur Seite stehen, bis es auch der Rest der Galaxis weiß.
Großmarschall Chiquetta, ehemals von der republikanischen Armee. Offiziell sind er und seine Truppen abtrünnig, seit die Republik sich aus diesem Sektor zurückgezogen hat. Seitdem haben sie sich verkrochen und werden belagert. Sie helfen dem Widerstand und stärken ihre Position. Vielleicht seid ihr schon auf ihre Spähtrupps getroffen. Wenn diese Männer früher bei der Republik waren, verletzen sie dann nicht den Friedensvertrag? Nicht, solange die republikanische Regierung jegliche offizielle Beteiligung abstreitet. Chiquetta und der Widerstand haben ihre Basis in der Balmoranischen Waffenfabrik. Dort befinden sich die besten Ingenieure der Republik. Angeblich sind die Generatoren der Fabrik unerschöpflich und ihre Verteidigungssysteme hochmodern. Die Barrikaden blockieren unsere Scans und der Widerstand genießt Ruhe und Frieden. So kann es nicht weitergehen. Wenn wir hier fertig sind, kann ich euch vielleicht helfen, eure Frustration abzubauen. Liefert mir Balmora, dann können wir alles vereinbaren, was ihr wollt. Chiquetta handelt offiziell vielleicht auf eigene Faust, aber die Republik unterstützt ihn. Man finanziert ihm verdeckt seine Revolution und wirft heimlich Nachschub ab. Diese republikanischen Heuchler wollen die Waffenfabrik als Vorposten. Und als Balmoras neue Gouverneurin sage ich, dass wir sie einnehmen, bevor sie eine Invasion beginnen können. Ich werde die Festung unserer Feinde in Schutt und Asche legen. Das schwöre ich. Legt die Verteidigungssysteme der Fabrik lahm. Macht die Barrikaden unschädlich, die unsere Scans blockieren. Dann wird eine ganze Armee hinter euch stehen. Und wenn ihr könnt, bringt mir Beweise dafür, dass die Republik auf Balmora ihre Finger im Spiel hat. Wir werden ihre Lügen vor der ganzen Galaxis offenlegen.